Ryder? Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Nach der Lucinia? Wir überprüfen sämtliche eingehende Kommunikation. Bisher haben wir allerdings noch nichts Konkretes gefunden. Was haben Sie gemacht, während Sie Teil des Asari-Militärs waren? Ich war 4 Jahre bei einer Eliteeinheit, die sich Talanes Töchter nannte. Sie war Teil des Spezies-übergreifenden militärischen Integrationsprogramms des Rates. Ich schätze zwar, Sie hatten beim Schutz des Arcturus-Portals eine aufregendere Zeit. Aber wir haben etwas Gutes getan. Selbst im Asari-Sektor war die Sicherung des Friedens ein Fulltime-Job. Wie war Ihre Eliteeinheit so? Janae und ich waren die Frischlinge. Tatis war unsere erfahrene Scharfschützin. Kalia hat uns zusammengeflickt und Valenza hat zwischen den Gefechten gebetet. Unsere Kommandantin Nisira hat uns durch den gesamten Athene-Nebel und noch weitergeführt. Die Arbeit einer Jägerin hört nie auf. Irgendwie kommen mir die Namen bekannt vor. Kann es sein, dass die vielleicht schon mal bei Mass Effect 3 mit vorgekommen sind? Also, ist jetzt bloß so eine Vermutung. Die fühlten sich jetzt irgendwie ein bisschen vertraut an, die Namen. Janae und Tethys war das, glaube ich, jetzt. Die kamen mir sehr bekannt vor. Vielleicht bilde ich es mir aber auch ein. Ich weiß es gerade nicht genau. Also, vielleicht ist es nur... Kommt es mir nur so vor. Wer weiß. Egal. Wer würde sich denn mit der mächtigsten Spezies der Galaxie anlegen? Vor allem sie selbst. Terroristen, Kulte, abtrünnige Adat Yakshi, Dissidenten, die eine Abspaltung von der Citadel forderten. Die Asari sind schon durchs All gereist, als bei uns gerade das Römische Reich entstand. Trotzdem haben auch sie Probleme. Und dafür gibt es die Eliteeinheiten. Adat Yakshi? Ich dachte, die Kinder von Samara waren die letzten Adat Yakshi gewesen. So viele kann es ja da nicht gegeben haben, die da Probleme bereitet haben, oder? Und außerdem waren dafür ja auch Leute wie Samara da. Wie hießen die denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Also jedenfalls haben das doch nicht die normalen Jägereinheiten gemacht, denn die Adat Yakshi zu jagen. Naja, gut. Sie waren doch bei der Allianz, bevor Sie Jägerin wurden, oder? Wieso hatten Sie sich verpflichtet? Wegen meiner biotischen Fähigkeiten. Ich habe noch auf dem Frachter meiner Eltern gelebt, als sie sich zum ersten Mal gezeigt haben. Eine ungeschulte Biotikerin auf einem Raumschiff ist gefährlich. Aber wir konnten uns keinen Lehrer leisten. Die Allianz bot mir Implantate, eine Ausbildung, alles. Aber das ist Schnee von gestern. Sie sind dran. Erzählen Sie mir doch nochmal, was Sie nach Andromeda geführt hat. Ich hatte Jahre damit verbracht, zuzusehen, wie Pioniere die Arcturus-Massenportale durchquerten, um Ruhm zu erlangen, während ich zurückblieb. Dann ist die Karriere meines Vaters den Bach runtergegangen. Niemand wollte sich die Finger an seiner KI-Forschung verbrennen. Ich habe davon gehört. Das muss für Ihre Familie alles verändert haben. Wir mussten gemeinsam irgendwo neu anfangen. Oder zumindest so gemeinsam, wie wir eben konnten. Also Andromeda. Die Raiders. Keiner von ihnen denkt jemals in kleinen Dimensionen, oder? Sind Sie mit jemandem hierher gekommen? Vielleicht mit jemandem, mit dem Sie gedient haben? Ich hatte meinen Spaß, wenn wir mal Landgang hatten. Aber das war nie etwas Ernstes. Asari-Jägerinnen sind experimentierfreudig. Aber ich war dort, um zu kämpfen, nicht um mich zu verlieben. Und da können wir schon wieder reinschlagen in diese Kerbe. Sie sind experimentierfreudig? Oh. Ja, ich habe ja gesagt, wir machen weiter. Wobei, ja, mir graut's schon wieder davor, wie schleimig er gleich werden wird. Genau genommen sind Sie jetzt nicht mehr beim Militär. Ihnen entgeht auch nichts, oder? Okay, diesmal war es ja bloß eine kleine Bemerkung. Na gut. Nach 4 Jahren bei den Asari-Elite-Einheiten haben Sie doch bestimmt ein paar spannende Kriegsgeschichten zu erzählen, oder? Nisira hat mal einen kroganischen Warlord mit einem Satz Spielkarten getötet. Mit Spielkarten? Man kann offenbar daran ersticken. Wow. Ja, da kann man die Panzerung umgehen, gar nicht so doof. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Ich dachte, sie hat die Dinger durch seinen Kopf getrieben oder so, aber ersticken ist wahrscheinlich die einfachere Variante, ja? Tatsächlich. Okay, haben wir noch ein bisschen was über Cora erfahren. Ist ganz interessant, dass sie in einer Asari-Einheit gedient hat. Das ist sehr ungewöhnlich, muss ich sagen. Achso, hier sind die Leitern bloß. So, dann schauen wir uns noch mal ein bisschen hier vorne um. Wir haben uns seit der Einweisung nicht mehr richtig unterhalten, oder? Nö. Nein, alles war so hektisch. Achso, die. Aber ich bin mir sicher, bald wird es wieder ruhiger. Schlimmer als auf der Nexus kann es ja nicht sein.
Ich dachte, ihr redet mit mir. Aber warum solltet ihr auch? So, wir schauen uns mal hier ein bisschen um. Das kommt mir eigentlich gar nicht bekannt vor. Achso, das wird einfach nur... Ja. Hier geht's nach draußen wahrscheinlich. Was können wir hier machen? Ah, hier können wir abseits der Missionen unser Zeug einrichten. Alles klar. Und unseren Trupp zusammenstellen. Ja, brauchen wir ja jetzt nicht machen. Aber da kann man dann wahrscheinlich so nach und nach alle Teammitglieder auch mal aufleveln, wenn man das möchte. Könnte ich mir mal überlegen, ob ich das vielleicht mal auch abseits der Aufnahme mache. Dann muss ich das jetzt nicht in der Aufnahme machen, denn das kostet ja doch ein bisschen Zeit, wenn man das für alle macht. Ja, ich gehe die Sachen aus diesem Gewölbe durch. Wenn ich es schaffe, diese Datenspeicherbox zu knacken, wird sie mir bei einem persönlichen Projekt auf der Nexus weiterhelfen. Das hier ist ein netter, abgelegener Ort, an dem ich in Ruhe vor mich hinbasteln kann. Und schlafen kann ich überall. Es ist nicht gerade heimelig, aber genau das gefällt mir. Ich suche nicht nach einem Zuhause. Oh, aber ich werde Ihnen helfen, ein Zuhause für alle anderen zu finden. Zumindest solange ich bei Ihnen bin. Heißt das, Sie sind nur eine vorübergehende Ergänzung meines Teams? Alles ist nur vorübergehend, Ryder. Ich verstehe. Sie wollen wissen, wer auf Ihrem Schiff ist. Also sind Sie hier, um rauszufinden, wie ich ticke, richtig? Ja, sowas in der Art. Okay, ich wurde in einer Blockhütte im ländlichen Teil von Haitiana geboren. Ich hatte einfache, aber liebevolle Eltern, die versuchten... Ich blicke nicht zurück, sondern nach vorne, Ryder. Warum also sollten wir uns durch meine Lebensgeschichte quälen? Sie können mich da draußen kennenlernen, während wir die Geheimnisse der Galaxie lüften. Deshalb bin ich nämlich hier. Ich war es leid, zu Hause vor mich hinzugähnen. Ich kann aber nicht jeden auf die Mission mitnehmen und ich würde gerne wissen, wie ihr tickt, bevor ich mit euch auf die Mission gehe und mein Leben riskiere an eurer Seite, wenn ihr nicht zuverlässig seid, verstehst du? Deswegen möchte ich gern vorher reden und deine Vergangenheit hilft mir zu verstehen, wie du tickst. So einfach ist es. Und bei Peewee, ehrlich gesagt, will ich die Beziehung gar nicht unbedingt vertiefen, denn ich mag sie nicht. Es ist einfach so, ich mag sie nicht. So, dann machen wir doch mal das hier. Sie haben alles und jeden, den Sie kannten, zurückgelassen, weil Ihnen langweilig war? Nein, ich kam mit jemandem her, den ich kannte. Aber dann habe ich Sie gelangweilt. Ryder, die Milchstraße war so, da war ich schon, das habe ich schon gemacht. Und selbst wenn nicht, irgendjemand hatte es schon gemacht. Wenn es eines gibt, das Sie über mich wissen sollten, dann, dass ich für das Unbekannte lebe. Für das noch nie Dagewesene. Aha, klingt ja ganz toll. Das ist einfach nur das Einzige, was Sie von sich preisgeben wollen. Ja, aber es ist zumindest ein Anfang. Spendieren Sie mir irgendwann mal einen Drink. Wer weiß, was dann alles aus meinem Mund kommt. Ich sag Ihnen was. Ich brauche Reliktschrott, Reltech, wie ich ihn nenne, für Projekte wie das, von dem ich gesprochen hatte und das Sie nebenbei bemerkt absolut lieben werden. Wenn Sie mir versprechen, mir alles zu bringen, was Sie erbeuten, beantworte ich Ihnen alle Ihre Fragen. Reltech, hä? Einverstanden. Okay, damit haben wir auch für Peewee sozusagen eine Nebenaufgabe. Ah, hier drüben. Sie ist gar nicht wirklich in der Rettungskapsel drin, sondern direkt davor, in dem Vorraum. Okay, ich habe mich nämlich schon gewundert, warum sollte sie da drinnen wohnen? Das wäre irgendwie doch ein bisschen merkwürdig. Na gut, ich war mir jetzt auch gar nicht sicher, ob sie wirklich hier ist, aber gut, wo sollte sie sonst sein? Wir haben jetzt nicht so viele Möglichkeiten mehr übrig auf der Tempest, wo jemand noch sich verkriechen könnte. Das heißt, ich gehe mal davon aus, wir werden wahrscheinlich noch ein Teammitglied dazu bekommen, denn wir haben noch das Tech-Labor, in dem jemand Platz nehmen könnte. Das wäre jetzt das Einzige, was mir einfällt auf die Schnelle, ehrlich gesagt. Ansonsten müssten wir ja auch soweit voll sein, würde ich denken. Na gut, reden wir mal mit Peewee. Ich bin jetzt nicht so ein riesen Fan von ihr, aber vielleicht hat sie ja auch ein bisschen was über ihre Geschichte zu erzählen, auch wenn sie nicht sehr redebedürftig ist. Sie schon wieder? Wollen Sie noch mehr über die Blockhütte aus meiner Kindheit erfahren? Unbedingt. Welches Holz? Welcher Baustil? Wo genau stand sie? Gab es Bären? Also, was halten Sie von unserem Team? Es ist ein interessanter Haufen. Bei Vetra habe ich ein echt gutes Gefühl. Sie ist nicht die typische, militärisch denkende Turianerin. Liam scheint ziemlich aufgeweckt zu sein. Ich glaube, er wird mich noch überraschen. Drake ist, naja, alt. Ich frage mich, ob er noch was Neues dazu lernen kann. Was ist mit... Gil ist kompliziert. Ich werde aus ihm noch nicht ganz schlau. Callow und Suvi wirken fleißig. Ich hoffe aber, sie kennen nicht nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wer fehlt noch? Naja,
Da wären noch... Ach ja, richtig. Cora. Erzählen Sie mal, ist sie wirklich so steif und korrekt, wie sie rüberkommt? Gerade eben wollte sie noch gar nicht reden, jetzt redet sie auf einmal wie ein Wasserfall. Ist ja schrecklich. Wollen wir darauf gehen? Ja. Oh, darf ich jetzt etwas sagen? Tut mir leid, ja. Ich sollte lernen, mich ein wenig zu bremsen. Sie werden vielleicht feststellen, dass die Leute Ihnen gegenüber offener sind, wenn sie Ihnen die Chance dazu geben. Und das gilt auch für Cora. Danke, das ist ein wirklich guter Rat. Fehlt noch Lexi, unsere Ärztin. Sie ist eine Asari. Oh, zu ihr komme ich wann anders. Aber alles in allem scheint es eine vernünftige Truppe zu sein. Zu ihr komme ich ein andermal, okay. Wann anders? Was ist das denn eigentlich für eine tolle... ja, gut, egal. Wenn Sie meinen, wann anders. Wollen Sie mir wirklich nicht verraten, woran Sie gerade arbeiten? Nein, will ich nicht. Nächste Frage. Mimi. Wie war Ihre Zeit auf der Nexus? Naja, zunächst mal wurde ich früher aufgetaut als geplant. Ich hatte eine findige Komplizin, die ein paar Strippen gezogen hat. Anschließend habe ich irgendwie außerhalb des Systems gelebt. Ich bin rumgeschlichen und habe Leute bequatscht, mich auf Exkursionen mitzunehmen. Nachdem ich dann meine erste Reliktruine entdeckt hatte, habe ich angefangen, mir Shuttles, auszuleihen. Danach habe ich nicht mehr sonderlich viel Zeit auf der Nexus verbracht. Ich habe sogar den Großteil der Revolte verpasst. Sie hatten erwähnt, dass Sie nicht allein nach Andromeda gekommen sind? Ihnen entgeht auch gar nichts. Ich schätze, deshalb sind Sie vermutlich der Pathfinder. Sie war einfach nur eine Freundin. Diejenige, die dafür gesorgt hat, dass ich früher geweckt wurde. Aber jetzt ist sie nicht mal mehr das. Es ist besser, sich ohne Einschränkungen oder Bindungen ins Unbekannte zu stürzen. Meinen Sie nicht auch? Ich weiß nicht. Sind nicht Freunde und geliebte Personen gerade das, was uns antreibt? Nicht für mich. Ich brauchte noch nie irgendjemand anderen, um mich zu motivieren. Meine Neugier ist für mich Antrieb genug. Warum interessieren Sie sich so für die Relikte? Soll das ein Witz sein? Sie sind der Beweis für eine hochentwickelte Spezies, über die niemand etwas weiß. Faszinierender geht's doch gar nicht. Es gibt so viel zu entdecken und ich will die Erste sein, die hinter ihre Geheimnisse kommt. Außerdem ist ihre Technologie auf einem ganz anderen Niveau. Wer weiß, welche Fortschritte wir machen könnten, wenn wir sie nur richtig einsetzen. Okay, Sie sind erlöst, PB. Viel Glück mit Ihrem Projekt. Danke und schauen Sie mal wieder vorbei. Okay, PB ist wirklich sehr seltsam. Quatscht wie ein Wasserfall, quatscht aber nur über... da laggt's. Quatscht aber nur über ziemlich belanglose Dinge, habe ich das Gefühl. Will einen auf einsamer Wolf machen, aber will unbedingt ihre Relikt-Tech da untersuchen und opfert dem gegenüber alles. Wirkt auf mich ziemlich unzuverlässig auch, weil sie sich eigentlich nur für sich selbst interessiert. Sie hat ja gesagt, sie will keine Bindungen eingehen. Das heißt, sie und ihre Interessen sind sich selbst am wichtigsten. Das heißt, ich finde, sie ist kein zuverlässiges Teammitglied auch irgendwo. Sei denn, es dient ihren Interessen. So, Erinnerungen an Ryder von Cora. Danke für das Gespräch. Ich fühle mich jetzt besser, auch wenn die Dinge noch nicht geregelt scheinen. Vergessen Sie nicht, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Arbeit ist wichtig, aber die Trauer auch. Trauer und Angst beherrschen dich nicht. Mache sie zu deinen treuen Dienern, die ihre Herren beschützen. Verlust ist für eine Jägerin wie Benzin für das Feuer. Asteris, 12 Blätter, Vers 132. Cora. PS, die Pflanzen gedeihen, Sam und ich lernen gemeinsam mehr über Botanik. Interessante Zeiten. Ja, warum nicht? Jeder muss seine eigene Zeitvertreib haben, ne? Seine eigene Beschäftigung finden. So, haben wir noch die beiden hier auf der Brücke? Dann reden wir doch mal mit Suvi. Scans der Geißel. Wie sich all diese dunkle Energie bindet und gegen sich selbst wendet. Es ist atemberaubend. Die Art und Weise, wie sie redet, ist irgendwie merkwürdig, oder? Naja, gut, was soll's. Ja, auch wenn es ein Phänomen von eher düsterer Schönheit ist. Düstere Schönheit. Das gefällt mir. Helios ist unglaublich, nicht wahr? Und damit meine ich nicht nur Konstrukte wie die Geißel oder die Reliktgewölbe. Ich meine alles. Es ist so fremdartig. Eine beständige Erinnerung an die göttliche Intelligenz hinter der gesamten Schöpfung. Sie reden von einem Gott. Ja, ich glaube an eine höhere Macht. Ich weiß, es klingt vielleicht ein wenig seltsam.
Aber ich bin Wissenschaftlerin, weil mich die Wissenschaft an etwas näher heranbringt, das größer ist als ich. Nichts am Universum deutet auf eine göttliche Intelligenz hin. Und wie Sie selbst sagten, wurde das meiste, das wir in Helios gesehen haben, künstlich erschaffen. Ja, aber wir sind schöpferische Wesen. Und wer auch immer die Relikte erschaffen hat, war es ebenfalls. Wie könnten Sie da gegen die Existenz eines Gottes sprechen? Würde ein wahrer Schöpfer den Drang, Dinge zu erfinden, nicht weitergeben wollen? Ja, das Problem ist, eine Existenz Gottes kann niemals bewiesen werden. Es sei denn, wenn es einen Gott geben sollte, er würde sich direkt zeigen oder seine Macht direkt zeigen. Und es würde unumstößlich nur ein göttliches Wunder sein können. Und das ist... nee, sorry. Von daher ist es immer eine Glaubensfrage. Also man kann es nicht irgendwie beweisen, dass es einen Gott gibt oder widerlegen. Vor allen Dingen widerlegen kann man es nicht. Das ist das Problem auch von Atheisten irgendwo. Man kann es einfach nicht widerlegen, dass es einen Gott gibt. Weil man ja nicht weiß, wie genau geartet dieser Gott sein könnte, wenn es denn doch einen geben würde. Ne? Also mein persönlicher Standpunkt dazu ist, es ist schon ein Wunder, wie die Welt so insgesamt in ihrer ganzen Komplexität sich entwickelt hat. Unsere bekannte Welt. Und wenn man will, kann man diese Welt, die sich entwickelt hat, selbst als Gott ansehen oder als göttlich ansehen. Das wäre dann im Prinzip Pantheismus, wenn man so möchte. Aber an eine göttliche Existenz in Form eines christlichen Gottes jetzt zum Beispiel, also was halt wirklich so ein Abbild eines Menschen wäre irgendwo, was irgendwie witzig ist, weil die Christen sind ja der Meinung, der Mensch wurde nach dem Abbild Gottes erschaffen, aber eigentlich wurde der christliche Gott nach dem Abbild des Menschen sich erdacht. Das halte ich für unwahrscheinlich, für nicht wirklich sinnvoll irgendwo. Versteht ihr, was ich meine? Na gut, ist Wissenschaftler nicht sinnlos? Was? Nein. Glauben Sie doch, was Sie wollen. Sie können gerne daran glauben. Es ist gut, wenn nicht alle Mitglieder eines Teams dieselben Ansichten vertreten. Sehr schön. Apropos Team. Ich sollte den Leuten auf der Nexus die neuesten Berichte schicken. Unterhalten wir uns später weiter? So, natürlich kann sie glauben, an was sie möchte. Also natürlich darf sie an einen Gott glauben, wenn sie das Bedürfnis hat. Wir hatten ja auch in den anderen Mass Effect-Teilen mit Ashley eine christliche Person. Also sie war ja auch gläubig gewesen. So, reden wir doch mal mit Callow. Ich glaube, der hat sich noch gar nicht mit uns unterhalten, oder? Freut mich, dass Sie vorbeikommen. Wenn es Sie nicht stört, behalte ich nebenbei unseren Vektor im Auge. Gute Idee. Ah, es gibt doch nichts Schöneres, als auf der Brücke seines eigenen Schiffes zu stehen, oder? Klar, und die Aussicht zu genießen. Warum nicht? Man erlebt so ein Gefühl von Freiheit, weil man selbst bestimmen kann, ich möchte jetzt dahin gehen und dort sterben. Ist das nicht schön? Sie haben erwähnt, dass Sie am Design der Tempest beteiligt waren? Hauptsächlich als Testpilot. Der nemianische Schlund war fast eine adäquate Vorbereitung auf die Geißel. Aber natürlich war ein ganzes Team am Bau der Tempest beteiligt. Ich war lediglich der Einzige, der mit nach Helios kam. Weshalb? Was soll ich sagen? Wir haben unser Herzblut in ein Schiff gesteckt, das sein Potenzial erst in Andromeda ausschöpfen würde. Ich hätte am Ufer stehen und ihm zum Abschied nachwinken können oder dabei sein und miterleben, was passiert. Ich mag die Tempest, aber ich bin nicht sicher, ob ich für sie ganze Galaxien bereisen würde. Das Unbekannte hat durchaus seine Reize. Aber es ist seltsam, dass der Rest des Teams nicht hier ist. Ich weiß noch, wie Serena Zeile 2281 immer wieder umprogrammiert und dabei auf ihrem grünen Bleistift herumgekaut hat. Tion und O'Connell stritten über Gleichungen. Die Fingerabdrücke auf der Konsole, 3 Tropfen Kaffee in der Ecke. Das wissen Sie noch alles? Hm? Oh ja, Salarianer haben ein fotografisches Gedächtnis und meins ist ungewöhnlich präzise. Als würde meine Vergangenheit immer noch passieren. Aber ohne salarianische Arche werden Sie wohl kaum Gelegenheit zu einem Vergleich haben. Haben Sie auf der Nexus irgendwas über die Arche gehört? Kein Wort. Ist das nicht seltsam? Irgendwas müsste es doch geben. Ich schätze zwar Ihre Gesellschaft, aber ein bisschen einsam ist es ohne andere Salarianer schon. Kopf hoch, Callow. Wir haben schließlich Direktor Tan. Dieser arrogante kleine Bürokrat? Umso mehr Grund, die anderen zu finden. Ich sollte weitermachen. Aber danke, ich hatte schon befürchtet, die Tempest würde eingemottet, nachdem wir ihren Vater verloren hatten. Für das hier wurde sie gebaut. Sie hat es verdient, von einem Pathfinder befehligt zu werden. Sie können jederzeit vorbeikommen.
Warum dachte ich mir nur, dass er auf Ten nicht so gut zu sprechen sein würde? Okay, ich habe jetzt mit beiden nur einmal geredet. Wir schauen mal, ob sie noch ein zweites Mal mit uns reden wollen. Was kann ich für sie tun? Ah, es gibt nämlich noch mehr. Das dachte ich mir doch schon. Wenn sie beim Bau der Tempest geholfen haben, wissen sie bestimmt viel über sie. So ziemlich alles sogar, in- und auswendig. Es war ziemlich mühsam, sie zum Laufen zu bringen. Die Initiative wollte topmoderne Technologie, die wir koordinieren mussten und die zum Teil schwer zu beschaffen war. Beschaffen? Kaufen. Legal und korrekt, versteht sich. Genau. Leider gingen die anderen Pathfinder-Schiffe verloren, als diese Geißel auf die Nexus traf. Die Tempest ist damit einzigartig. Wissen Sie, ich habe noch nicht viele Salarianer getroffen. Vorsicht! Je nachdem, wen Sie fragen, sind wir hinterhältige Spione, geniale Forscher oder übereifrige Wissenschaftler. Wir müssen das ganze Leben in knapp 40 Jahre packen. Alles wird beschleunigt, die Linien verschwimmen. Ich hoffe nur, dass wir unsere alten Fehler hier draußen nicht wiederholen. Ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ihr seid wohl alles drei. Je nachdem, worauf ihr euch spezialisieren wollt, nicht wahr? Du bist wahrscheinlich weniger Wissenschaftler, als zum Beispiel Mordin es war. Was halten Sie vom Rest der Crew? Also, über Suvi kann ich nichts sagen. Schließlich sitzt sie direkt daneben. Ich höre gar nicht zu. Sie können sagen, was Sie wollen. Oh nein, darauf falle ich nicht nochmal rein. Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Sie wissen, wo Sie mich finden. Nochmal finde ich schön. Das heißt, er ist tatsächlich mal drauf reingefallen. Wie kann man als intelligenter Salarianer denn da... Naja gut, was weiß ich. So, Suvi. Ich habe Bilder des Gewölbes gesehen. Es ist verblüffend, wie groß es ist. Und wie viel davon haben Sie noch nicht entdeckt? Was, wenn es noch viel größer ist? Wofür ist all dieser Platz gedacht? Angesichts der Aufgaben, die es erfüllt, könnte es tausende Meilen unter die Oberfläche des Planeten reichen. Oder ihn vollständig durchziehen, wie ein unterirdisches Netzwerk. Das ist natürlich nur so ein Gedanke. Ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen sollte, um eine Hypothese über seine Funktionsweise aufzustellen. Die Reliktschöpfer, wer oder was auch immer sie waren, haben etwas vollbracht, das weit über unseren Horizont hinausgeht. Wann haben Sie angefangen, an einen Gott zu glauben? Meine Eltern waren beide Wissenschaftler. Mein Zuhause war von Rationalität geprägt. Als ich dann ins Teenageralter kam, lassen Sie es mich so ausdrücken. Während andere Jugendliche batterianische Musik für sich entdeckt haben, fand ich zu Gott. Aber Ihre Arbeit als Wissenschaftlerin hat meine Überzeugung nur noch gestärkt. Vor allem, als ich angefangen habe, mich mit Molekularbiologie und Physik zu beschäftigen. Ich bin dabei immer wieder auf dieselben Muster gestoßen. Sie waren wie Wasserzeichen eines Künstlers. Für mich ist dieser Gott ein Künstler, ein Erfinder. Nicht jemand, der kontrolliert, ob ich mir auch die Zähne geputzt habe. Ja, also wie gesagt, Glaube und Wissenschaft, das funktioniert schon, weil eben kein endgültiger Beweis oder Gegenbeweis für eine göttliche Existenz gefunden werden kann darüber. Von daher kann man durchaus gläubig sein und Wissenschaftler sein. Das macht schon Sinn. Wobei natürlich Glaubensformen, die ohne göttliche Existenz auskommen, wie zum Beispiel Buddhismus, da weitaus kompatibler sind. Also das ist zum Beispiel was, dem ich mich ziemlich nahe fühle, dem Buddhismus. Und das funktioniert sehr gut. Sowohl mit anderen Glaubensrichtungen in Kombination, das gab es in der Geschichte auch, zum Beispiel in Baktrien, aber auch mit der Wissenschaft zusammen. Und ich habe da überhaupt kein Problem mit Wissenschaftlern, die gläubig sind. Also das finde ich sogar ziemlich interessant, weil was die Wissenschaft nicht bietet, ist eine Ethik, die Maß gibt, gewissenhaft mit den Entdeckungen umzugehen. Und da ist ein Glaube vielleicht gar nicht so schlecht in der Hinsicht. Was natürlich kritisch zu sehen ist, ist, wenn irgendwelche kirchlichen oder anderweitig von anderen Religionen, irgendwelche anderen religiösen Institutionen den Fortschritt ausbremsen wollen, einfach bloß, weil sie rückwärtsgewandt denken, also weil sie extrem traditionalistisch sind und zu konventionell wirken. Natürlich bremsen, wenn eine Überbeschleunigung stattfindet in der Wissenschaft, ist auch manchmal nötig. Das ist zum Beispiel auch so ein Argument der katholischen Kirche. Wir bremsen den Fortschritt, weil wir der Meinung sind, dass die Menschen damit erstmal umzugehen lernen müssen. Das kann ich verstehen. Aber eine Rückwärtsgewandtheit, und die kann man eben auch manchmal hineininterpretieren, die ist dann wieder schädlich. Aber das ist alles, ja, Diskussionsstoff, ne? Also man kann sich immer darüber unterhalten, ist das jetzt schon rückwärtsgewandt oder ist das noch ein maßvolles Bremsen? Das ist halt immer irgendwo Interpretationssache.
Von daher, naja. Sie arbeiten also eng mit dem Wissenschaftsteam der Nexus zusammen. Ja, ich versuche in ständigem Kontakt mit ihm zu bleiben, um alles zu besprechen, was wir hier draußen entdecken. Viele Köpfe sind nun mal besser als einer und Dr. Aridana ist wirklich brillant. Ich arbeite einfach am besten, wenn ich jemanden habe, mit dem ich mich austauschen kann. Mir ist immer noch nicht ganz klar, wie wir Andromeda von zu Hause aus überhaupt sehen konnten. Mich hat das auch verwirrt. Durch die Verzögerung des Lichts müssten ja alle eintreffenden Daten 2 Millionen Jahre alt gewesen sein. Oh. Also habe ich Dr. Aridana gefragt. Und sie hat gesagt, naja, wir haben das nicht mit unserer Tech gemacht. Es war die der Geth. Sie machen Witze. Die Killer-Roboter aus der Milchstraße? Genau die. Die Initiative hat Daten von einem Gitter tief im Weltraum erhalten. Einem Geth-Konstrukt. Aridana sagt, die Geth hätten ein Massenportal nachgebaut und den Transitkorridor zu einem ÜLG-Sensor umfunktioniert. Einem was? Er funktionierte wie ein Teleskop, nur eben schneller als das Licht und lieferte viel aktuellere Informationen. Wir wissen allerdings nicht, warum die Geth an Beobachtungen außerhalb der Galaxie interessiert waren. Vielleicht werden wir es auch nie erfahren. Das ist ja mal interessant. Das habe ich ja schon mehrfach kritisiert, die Sache, dass jegliche Spektralanalysen theoretischerweise nicht bloß 600 Jahre alt werden, sondern 2 Millionen und 600 Jahre alt. Oder 200 Millionen waren es, glaube ich, sogar. Da ist das ja mal geklärt. Ich meine, natürlich ist es nicht wissenschaftlich geklärt, weil man einfach sich die Sache einfach macht und sagt, ja, die Geth haben das entwickelt, wir haben keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber zumindest hat man die Sache bedacht, dass es eigentlich viel ältere Daten sein müssten und hat eine, wenn auch fadenscheinliche Erklärung gefunden dafür. Und es ist interessant, dass die Geth Interesse an anderen Universen haben. Das heißt, wir können vielleicht auf die treffen, irgendwie, in irgendeiner Form und Weise. Ne? An anderen Galaxien meine ich natürlich. Vielleicht sind die ja auch hierher gekommen. Irgendwann vorher mal. Für die Geth wäre das ja nicht das Problem. Schließlich können die Plattformen problemlos überleben, nicht wahr? Klar, du hast auch eine Degradation der Server, die du auf einem Schiff hast über die Jahre. Aber ich meine, die Andromeda-Initiative hat auch noch überlebt. Also da haben auch alle Techniken noch funktioniert danach. So, wusste Dad davon? Wahrscheinlich schon, denke ich mal, oder? Das werde ich jetzt nicht fragen. Das hier finde ich interessanter. Woher hatte die Initiative überhaupt dieses Wissen? Die Geth sind Isolationisten und feindselig. Ich weiß es nicht, Ryder. Und vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Was wissen Sie über das Terraforming-Netzwerk der Relikte? Soweit ich es sagen kann, dienen die Gewölbe dazu, nahezu sämtliche Faktoren eines Planeten zu regulieren. Sein Klima, den pH-Wert des Bodens, die Zusammensetzung der Atmosphäre. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass sie die Entstehung von Leben anregen können. Wenn wir herausfinden, wie man die Gewölbe kontrolliert, könnten wir diese Welten zu perfekten Lebensräumen machen. Was können Sie mir über die Geißel erzählen? Wir wissen, dass sie kein natürliches Phänomen ist. Irgendjemand hat sie erschaffen. Oder etwas getan, das zu ihrer Entstehung führte. Aus welchem Grund, wissen wir allerdings nicht. Das ist uns immer noch ein Rätsel. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. So, jetzt haben wir extrem viel gequatscht und auch ein bisschen was Neues erfahren, unsere Teammitglieder kennengelernt. Und Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich dann auch einen Cut rein und beim nächsten Mal werden wir uns wieder zurück auf die Nexus begeben. Hübscher Ausblick hier übrigens auf EOS. Ja, und dann werden wir mal schauen, was wir dort erreichen können. Ich werde auch mal mir anschauen, was wir so erforschen können und inwiefern wir da unsere Ausrüstung ein bisschen verbessern können. Und dann werden wir beim nächsten Mal wieder ein bisschen der Hauptstory folgen und schauen, dass wir da vorankommen. Vielleicht wird ja dann auch die Atmosphäre auf EOS besser sein, dass wir dort weitermachen können. Wir werden es sehen. Also beim nächsten Mal wieder viel zu tun für uns, dass wir jetzt mal eine etwas entschleunigtere Aufnahme, weil eben viele Gespräche, viel Kennenlernen unserer Crew auch mit dabei war. Ja, und beim nächsten Mal dann wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Action. Wir werden es sehen. Bis dann, macht's gut, haut rein und bis zur nächsten Folge.